Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder viele, viele, viele kleine Telefonschnipsel. Und heute sind es wirklich viele Telefonschnipsel, die wir hier mitgebracht haben. Das heißt, ganz viele kleine, kurze Gespräche, die leider nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber zum Wegschmeißen doch zu schade wären, da sie doch hin und wieder ein kleines bisschen Informationscharakter haben. Außerdem klären die Videos auch ein kleines bisschen auf, da man hier sieht, wie schnell die Betrüger eigentlich aufgeben in der Regel. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, guten Morgen. Hey, David Bigel, aber Paratis Fischer von Finanzmarkt Kunden. Zumindest, wie geht es Ihnen? Warum rufen Sie ihn mitten in der Nacht an? Nochmal bitte? Rufen Sie ihn mitten in der Nacht an? Entschuldigung, spreche ich mit Claudia David Bigel? Ja. Und ich bin William Fischer, als ich schon gesagt habe. Und der Grund, warum ich Ihnen ich habe Informationen erhalten, dass Sie sich bei den Werbungen registriert haben für den Online-Handel. Ist das richtig, ja? Rufen Sie mich mal später nochmal an. Wann darf ich Ihnen rufen? Weiß ich nicht, später. Und um wie viel Uhr? Ja, später halt. Und ich muss genau Zeit wissen. Ja, dann schreibt halt irgendeine rein. Nach einer Stunde? Okay. Okay, dann bis später. Ciao. Und das kommt dabei raus, wenn man die Betrüger als Wecker benutzt, aber noch gar keine Lust hat aufzustehen. Das passiert auch hin und wieder mal. Naja, und dann versuche ich die Betrüger auf einen späteren Zeitpunkt irgendwie zu verlegen. Naja, aber so richtig kapieren tun das nicht alle Betrüger. Hallo. Hallo, guten Tag. Was denn? Hallo, hören Sie mich? Ja. Also ich rufe auf Benefix, also Forex-Plattform an. Wie geht's Ihnen? Können Sie da ein paar Stunden nochmal anrufen? Ich rufe auf Benefix, Forex-Plattform an. Ja, Sie haben auch unsere Plattform noch registriert heute. Bis später. Und wie bitte? Später anrufen. Okay, wann kann ich wieder zurück anrufen? 16 Uhr. 16? Um 16 Uhr. Jo. Okay, alles klar. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, das war hier tatsächlich mal so ein Tag, wo ich mir die Anrufe schon vorher geplant habe, indem ich mich den Abend davor überregistriert habe. Was ich noch nicht wusste, ist, dass ich an dem Tag keine Lust habe aufzustehen und ich, so besonders muffelig war. Naja, aber das haben die Betrüger hier auf jeden Fall abbekommen und sich jede Menge Mühe gegeben, mich irgendwie zu erreichen. Aber daraus ist dann nur wenig geworden. Ja. Schönen guten Morgen, Herr Gabelt. Hallo. Ja. Was denn? Sehen Sie Gerald Gabelt? Bieger. Bitte? Gabel Bieger. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gerald Gabelt. Können Sie nachher nochmal anrufen? Danke. Und die Betrüger geben es nicht auf. Das Telefon klingelt natürlich gleich wieder weiter. Hallo? Ja. Schönen Morgen, Herr Ablassent. Jetzt nicht mehr. Wie bitte? Ja, der Morgen ist nicht mehr schön. Sie sind doch in der Leitung. Ja, richtig. Also für mich auch. Aber natürlich, ich muss arbeiten. Ja. Das ist meine Aufgabe und Sie sind meine Liste. Deswegen rufe ich Sie jetzt an eigentlich. Ja, rufen Sie mal später nochmal an. Okay, also können Sie bitte mir einen Termin geben, danach ich werde nochmal anrufen. Eins. Eins? Ja. Okay, aber vergessen Sie bitte nicht, ich werde nochmal um 1 Uhr noch anrufen, danach wir können mit Ihnen nochmal kommunizieren. Ja. Schlaf gut. Ciao. Ich finde es ja immer echt spannend, dass wenn man den Betrügern sagt, dass man oder sogar andeutet und man das hört, dass der Kunde hier eigentlich noch mehr oder weniger am Schlafen ist, dass die einfach weiterlabern und weitermachen, anstatt einfach aufzulegen und später nochmal anzurufen. Vor allem fordern die hier von dem Kunden Denken ab, währenddessen der Kunde noch im Bett liegt. Auch interessant, aber naja, so verdienen die wahrscheinlich ihr Geld, wenn der ein oder andere noch im Halbschlaf auf die Scheiße drauf reinfällt. Ich spreche mit Sebastian Kakifein. Kakifein, mein Name. Können Sie ein bisschen später anrufen? Ich schlafe noch. Keine Sorge, es tut mir leid.
Also man muss dazu auch noch sagen, die rufen teilweise ab 7 Uhr morgens an. Da telefoniert kein deutsches Callcenter. Keine Ahnung, warum die ausgerechnet ab 7 Uhr morgens anrufen. Also ab 7 Uhr morgens klingelt tatsächlich pausenlos das Telefon, wenn man das so ein bisschen vorbereitet hat. Es gibt auch Tage, wo das ein bisschen abnimmt und nicht mehr ganz so viele Leute mit einmal anrufen. Aber naja, grundsätzlich reißt die Anruferkette niemals ab, wenn man sich da einmal angemeldet hat. Es gibt mal ein paar Tage, wenn man gerade keine neuen Registrationen bei solchen Plattformen gemacht hat, dass mal wieder ein bisschen flauer wird und nicht ganz so viele mit einem Schlag anrufen. Aber hier klingelt jeden Tag das Telefon. Hallo, guten Tag. Johann Kapell ist am Apparat. Ich spreche mit Herrn Sebastian. Nein, Sie sprechen mit Herrn Kackifein. Herr Kackifein, Sie bekommen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich arbeite im Monitoringsagentur. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Deswegen bekommen Sie Anruf von meiner Seite. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Womit Sie werden besser informiert über die Finanzbörse. Okay? Und warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Also ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Können Sie bitte mir nochmal sagen? Warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Also es ist 9 Uhr, das ist nicht mehr Nacht. Doch. Schlafen Sie wieder? Herr Kackifein, Sie müssen aufwachen, das ist sehr wichtig. Also damit Sie können Ihre Leben viel zu besser machen. Ändern. Nee, jetzt will ich nichts ändern, später irgendwann. Also wenn Sie wollen in Ihrem Leben lange Zeit gerade jetzt diese Transaktion tätigen, also Ihr Konto aktivieren und Handelsprozess anfangen. Damit Sie können schon danach weiter schlafen. Rufen Sie mal ein paar Stunden nochmal an. Okay, sagen Sie bitte mir, um wie viel Uhr wollen Sie Anruf abbekommen? Ach, keine Ahnung. Ich habe schon so viele Termine. In einer Stunde. Ja. In einer Stunde ist gut für Sie. Können Sie mal probieren, ja. Okay. Dann bis später. Ciao, ciao. Absoluter Wahnsinn. Der merkt, dass der Kunde noch am Schlafen ist und will den Kunden hier quasi aus dem Tiefschlaf reißen, damit er irgendwie seinen Quatsch da verkauft bekommt. Ich find's immer wieder aufs Neue irgendwie absolut Wahnsinn, was die sich so am Telefon alles einfallen lassen. Die machen sich da tatsächlich die Gunst der Stunde auch noch irgendwie zunutze. Selbst dann, wenn der Kunde geistig überhaupt nicht mal im Ansatz anwesend ist. Sehr seriös. Guten Morgen, Lukas Reich ist am Apparat von Unternehmen Marden UC. Sprechen wir gerade mit dem Herrn Sebastian Kackifein. Ja, Kackifein ist dran. Bitte mal ein bisschen später anrufen, ich schlafe noch. Ja, okay. Aber ich habe keine Zeit später, ja? Hä? Haben wir schon mal geredet, ich und Sie? Was? Haben wir schon mal geredet, ich und Sie? Nee. Hör mal zu, wenn du noch einmal Anmeldung bei uns machst, ne? Haben Sie eine Macke oder was? Glaub mir, ich finde dich. Ich finde dich. Guck mal, was ich dir jetzt sage. Ich finde dich, ne? Und wenn ich dich finde, ne? Dann willst du sehen, was passiert. Dann lache ich dich aus, du kleines okay, Stück Scheiße. Du kannst immer lachen. Natürlich werde ich dich auch auslachen. Ja, guck mal, ich tu dir meinen Schwanz in den Mund, da kommt bis zu deinem Arsch. Ja, das weißt ist... Weißt du das? Du, den musst du doch mit einer Pinzette suchen. Hör mal zu, du kleiner Hurensohn, ich weiß, wo du wohnst. Ja, wo denn? Pass auf, was du machst. Mach mal noch einmal die Anmeldung hier, wenn ich noch einmal diese Nummer sehe. Wenn ich nachher ausgeschlafen habe, melde ich mich nochmal bei dir an. Ich mache, guck mal, meine Anwälte kommen nicht, sondern ich komme persönlich, dass ich dir meinen Schwanz in den Mund tue, ne? Bis Arsch kommt der, glaub mir, was ich dir sage. Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch. Geh, wie deine Mutter redet, mal Deutsch. Ja, du kannst ja, erstmal kannst du nicht mal richtig Deutsch, denn es ist lächerlich, weil du hast ja nicht mal eine Adresse. Und eigentlich mach bist du noch, du bist peinlich und du wirst auf YouTube landen. Finde dir eine Ja, du kommst auf YouTube. Hör mal zu, YouTube. Warden VC. Also da solltet ihr auf jeden Fall alle die Hände von weglassen. Ach, weißt du was, Alter, du bist voll der Hure. Ja, und ich werde das veröffentlichen. Kein Problem, mach was du willst. Mach ich auch. Eine Mädchen finden, dass du deine Freizeit irgendwie anders machst, verstehst du? Kann es sein, dass du ein bisschen geistesgestört bist oder so? Kann das sein, dass du mir blind bist gerade? Nee, weil geht ja gar nicht, weil da brauchst du eine Pinzette für. Ja, wieso? Hey.
nach oder so, mach keine Anmeldung mehr, sondern ich picke dich. Doch, ich werde noch ganz oft, jetzt sogar extra. Okay. Jetzt mache ich sogar extra Anmeldungen. Wenn ich dir für die Tür komme, dann willst du denen das auf der Ernst, ja? Ja. Du bist lächerlich. Okay. Du bist du heißt bestimmt Johannes oder irgendwie so. Ja, ja, schon interessant, was man so morgens im Bett für Gespräche mit den Betrügern führt. Tja, und der wollte sich ja auch wieder ganz ekelhaft nicht abschütteln lassen. Vor allem war es wieder einer von der ganz besonders netten Sorte, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als während des gesamten Telefonats zuzugeben, dass er Betrüger ist. Denn mit seinem Verhalten war das hier wieder offensichtlich. Hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Berg ist hier, melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Wissen Sie das, ja? Vor einiger Zeit war das. Nee, woher soll ich denn das wissen? Bitte? Nee, woher soll ich denn das wissen? Weil Sie es gemacht haben, diese Registration. Ach so, und deswegen bin ich gleich Kunde. Das ist ja interessant. Was ist uninteressant? Nichts, das ist ja interessant. Okay, was ist für Sie interessant? Ja, das, was Sie gesagt haben. Und dann ist die Betrügerin wieder ganz schnell weg. Wahrscheinlich, weil sie einfach kein Deutsch versteht. Aber das kennt man ja auch teilweise nicht anders von den Betrügern. Nicht richtig zuhören können, gar nicht so richtig die Sprache überhaupt verstehen, was da am Telefon gesagt wird und dann halt einfach auflegen oder beleidigen. Naja, und die hier wird es wahrscheinlich einfach nur wieder nicht verstanden haben, was ich ihr gesagt habe. Tja, mangels Intelligenz wird's wohl nichts mit dem Betrug. Ich hoffe nur, dass es auch auf ganz, ganz viele andere Betrüger zustimmt, dass die Leute einfach nicht von sowas abgezockt werden. Ich finde es schon traurig, dass sowas überhaupt anruft. Aber noch viel trauriger ist es, dass da tatsächlich auch Menschen reinfallen. Ich hoffe nur, dass die Tante hier von gerade eben auch wieder eine von denen ist, die keinen Erfolg haben. Sie haben dreimal Registration gemacht und jetzt sagen Sie, dass Sie es sehr uninteressant für Sie ist? Nee, ich sage, ich will schlafen. Mit drei verschiedenen Nummer und mit drei verschiedenen E-Mails und mit drei verschiedenen Namen haben Sie die Registration gemacht. Und sagen Sie, dass es uninteressant für Sie ist? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, willst du eine Stunde nochmal anrufen? Na gucke, da haben wir schon wieder so ein tolles Beispiel dafür, für absolute Nullintelligenz und kein Stück zuhören können. Immer wieder Wahnsinn, dass die Betrüger mit so einem Verhalten und so einer Art und Weise irgendwie Geld bekommen. Ich meine, klar ist es jetzt hier vielleicht aufgefallen, dass ich mich mehrfach bei denen angemeldet habe. Aber naja, man könnte ja vielleicht auch erstmal nett nachfragen, ob sich nicht vielleicht die ganze Familie dadurch registriert hat. Ich meine, kann ja auch sein, ne? Aber naja. Viel erwarten kann man ja bei den Betrügern nicht. Machen wir mal weiter. Hallo? Ja. Schönen Tag, ich spreche mit Herr Hartmut. Hallo? Ja. Herr Hartmut, hören Sie? Nicht wirklich. Sie sind schlafen oder was? Das geht um Onlinehandel, Herr Hartmut. Ja, rufen Sie mal nochmal eine Stunde an. Okay. Ja, da sagt man einfach okay und legt dann auf, anstatt irgendwie vielleicht noch sich zu verabschieden oder dergleichen. Naja, das kann wohl nur wieder ein Betrugs-Callcenter gewesen sein. Ich bin vernünftig vorgestellt und so richtig was erzählt hat sie hier auch nicht. Im Endeffekt war das Gespräch nur ziemlich schnell vorbei. Kakifai. Schlafen Sie noch? Ja. Okay, dann geben Sie mir Bescheid, Antwort. Wollen Sie jetzt irgendwas weitermachen, auch die Finanzbörse oder nicht? Ja, später. Nein, nicht später, sondern jetzt. Wenn Sie richtige Interesse haben, Sie müssen mir genau jetzt sagen. Das sage ich Ihnen nicht, wenn das nicht noch im Halbschlaf bin. Okay, dann, ich denke, unser Gespräch ist unseriös. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ganz genau, wenn man bei den Betrügern noch im Halbschlaf ist und gar nicht so richtig mitkriegt und checkt, was die überhaupt von einem wollen, dann ist man automatisch unseriös. Oh je, also ich find's immer wieder beeindruckend, was die Kakerlaken da am Telefon überhaupt so von sich geben. Aber letztendlich, naja, hat er sich ja seinen Betrug damit nur selber schnell kaputt gemacht, anstatt einfach nochmal anzurufen und dem Kunden noch eine Chance zu geben. Nee, da beleidigt man lieber gleich den Kunden und schaut, dass der Kunde, naja, einem fern bleibt. Ich weiß es auch nicht. Henry, right? Sprechen Sie Deutsch, Sir? Ja. Okay, einen Moment bitte. Einen Moment bitte.
Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Mhm. Hallo. Ja. Ja. Spreche ich mit Herrn Henry? Nee, das ist mein Vorname. Wie bitte? Was? Also, sagen Sie mir bitte Ihren Namen und Nachname. Hallo. Ja, wer möchten Sie denn sprechen? Also, Henry Klaubetbach, ja? Ja. Ja. Sind Sie diese Person? Ja. Ja, okay, ganz gut. Hier spricht Carlos. Ich bin Kontomanager. Sie haben mit meiner Mitarbeiterin geredet. Ich bin von Deutsche Abteilung. Ich bin Kontomanagerin und Sie haben eine Registrierung gemacht. Das ist über Online-Handel, richtig? Weiß ich nicht. Das nicht? Also können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe das nicht. Sie reden sehr leise. Dann sind Sie schon etwas älter und hören schlecht. Also fühlen Sie nicht gut? Hä? Also fühlen Sie nicht gut? Wo soll ich hinpullern? Sind Sie verrückt? Nee, aber Sie, glaube ich. Warum? Weiß ich nicht. Herr Henry, wollen Sie mit Handel anfangen? Nee, Herr Henry heißt es nicht. Oh, okay, dann falsche Nummer. Nee, garantiert nicht falsche Nummer. Das ist einfach nur wieder eine von den unintelligenten Betrügern, die den Kunden einfach mit dem Vornamen ansprechen. Tja, ich weiß auch nicht, wo die Betrüger das herhaben. Das ist ja in vielen Ländern ist das ja gang und gäbe, dass man die Leute mit dem Vornamen anspricht, aber in Deutschland eben nicht. In Deutschland werden die Leute immer noch mit dem Nachnamen angesprochen. Nur das begreifen irgendwie diese komischen Trading-Betrüger die ganze Zeit nicht. Tja, aber wenn sie sich das Leben halt selber schwer machen wollen, bitteschön. Inkasso, wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch in Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, und da haben wir wieder die gruselige Anrufbeantworterstimme von nebenan. Ja, diese Nachricht haben wir hier schon öfters mal gehört, aber ich wollte es unbedingt nochmal mit reinnehmen, weil die rufen wirklich weiter und weiter und weiter und weiter an. Also ich weiß nicht, wie viel Anrufe ich von denen schon bekommen habe. Ihr habt die hier definitiv nicht alle auf dem Kanal gehört, auch wenn euch dieser Schnipsel schon bekannt und vertraut vorkommt. Die rufen hier einfach nur wahnsinnig oft an. Ich meine, das hier ist wirklich schon ein ganz komischer Betrug. Man kriegt irgendeine E-Mail zugeschickt, dazu gibt es auch ein Infovideo, wo dann eine Rechnung drin ist, die total schlecht geschrieben ist, mit einer Forderung, die gar nicht existiert und ihr sollt da Geld, Geld bezahlen, überweisen, wie auch immer man das nennen möchte. Aber letztendlich ist es nichts anderes als Betrug. Ich habe euch noch weitere Schnipsel mitgebracht. Ja, hallöchen. Ja, hallo, guten Tag, hören Sie mich? Mhm. Spreche ich gerade mit Gerold Steiner? Ja. Okay, warum kommt eigentlich meine Stimme jetzt eigentlich so komisch bei Ihnen? Weiß ich nicht, weil die vielleicht furchtbar ist oder so. Kann ich nicht genau sagen. Wo sind Sie eigentlich gerade? Ich? Drin. Ja, wo drin? In einem Büro. Ah, okay. Warten Sie kurz, ich rufe Ihnen dann wieder, okay? Einen kleinen Moment. Aha. Tja, sie meinte wahrscheinlich irgendein Echo in der Leitung oder sowas. Bei uns kam sie halt genauso schrecklich rüber wie alle anderen Betrüger. Ja, hier hat sie sich nur wieder selbst irgendwie wahrscheinlich gehört. Irgendein Echo in der Leitung, das liegt wahrscheinlich an den komischen Betrügerleitungen, die sie da haben. Tja, das kommt halt davon, wenn man immer das Billigste vom Billigen kauft, um dann die Callcenter schnell wieder dicht zu machen, wenn die Polizei da mal einfährt. Einen anderen Grund hat es nicht, denke ich mal. Weiß ich nicht. Machen wir mal weiter. Hallo? Hallo, ich spreche mit Herrn Steiner. Ja. Sehr schön. Lukas Krausenapparat, ich begrüße Sie, Herr. Lukas Kraut. Ja, Lukas Krause. Ach, Krause, so Krause. Wie die Krawatte. Ja, ja, genau. So, ich melde mich von der Firma European Stock. So, der Grund, weil ich Ihnen angerufen habe, ist wegen, sie hat eine
am weiter Freitag eine Registrierung über Bitcoin oder Invest in Amazon zum Beispiel gemacht habe. Stimmt das? Nö. Deswegen habe ich Ihnen angerufen. So, ich wollte Ihnen fragen, wie haben Sie Ihre Registrierung gemacht? War das eine Werbung oder eine Link? Wie, hä? Sie haben eine Registrierung gemacht mit Ihren Daten am Freitag. Ja, die werde stimmt ich, das? Die werde ich wohl mit den Fingern gemacht haben. Bitte nochmal? Die werde ich wohl mit den Fingern gemacht haben. Was meinen Sie? Keine Ahnung. Sie haben am Freitag eine Registrierung zum Beispiel über Online-Trading. So, also, wenn ich eine Salami in eine Turnhalle werfe. Kryptowährungen. Ja, wenn ich eine. Kryptowährungen. Wenn ich eine Salami in eine Turnhalle werfe, da kommt das Gleiche bei raus. Ja, und dann hat er sich schon aus dem Staub gemacht, ganz schön schnell. Schade, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit ihm plauschen. Ja, aber im Grunde genommen kommt da wirklich nichts anderes bei raus, wenn ich eine Salami in eine Turnhalle werfe. Ist genauso dämlich. Tja, aber was will man von solchen Betrügern halt auch anderes erwarten? Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallöchen. Ja, hallo, schönen guten Tag, sprich mit Sebastian. Das ist mein Vorname, ja. Kacke sein. Ja, hallo, Christopher Miller am Apparat. Jetzt ist die Leitung irgendwie kaputt. Die Leitung ist irgendwie kaputt. Was sind denn das für Störgeräusche da bei Ihnen in der Leitung? Man versteht ja überhaupt gar nichts. Hallo? Hallo, hallo? Tja, und das kommt dabei raus, wenn man eben nur die billige Schrotttechnik verwendet. Nichts Gutes. Schauen wir mal, ob es beim nächsten Gespräch ein bisschen besser mit der Tonqualität klappt. Hallo. Hallo, Herr Aben. Ja. Adel Heitz, ist der Ihr Name? Ja. Das klingt so komisch an, ja. Wollen Sie mich verarschen? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich? Also, im Gegenteil. Ja, ganz nett. Der Betrüger ruft bei mir an und das Erste, was er macht, ist den Namen in Frage stellen und meinen, dass sich das alles komisch anhört. Ja, so kann man natürlich von vornherein kein nettes Gespräch aufbauen und der Betrüger hat so natürlich bei mir auch überhaupt keine Chance gehabt. Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Spreche ich mit Claudius Lammetätchen? Lammetätchen, ja. Okay, woher kommen Sie, die Frage? Nee, Sie rufen mich ja an, stellen sich nicht vor, sagen nicht, von welcher Firma Sie aus anrufen und dann wollen Sie wissen, woher ich komme? Was soll denn das? Weil Ihre Nachname ist so komisch, ja? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Sie rufen an, stellen sich nicht vor, nennen Ihren Firmennamen nicht und sagen, mein Nachname ist komisch. Was soll denn das? Sebastian Blan ist am Apparat. Jetzt ist gut. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Was möchten Sie denn? Bitte schreien Sie nicht, ja? Haben Sie irgendwie einen Hagelschaden? Sie rufen mich hier an und beleidigen mich? Moment. Ich rufe vom Beratungsunternehmen, ja? Ich möchte Sie über Kryptowährungen Informationen geben, ja? Aha. Haben Sie jetzt verstanden, bitte? Ja, und? Und ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich. Ja, und warum? Ich möchte Sie Informationen geben, wegen Ihrer Anmeldung unter Bitcoins Informationsseite. Sie haben Anmeldung bei uns gemacht, ja? Aha. Wann denn? Was? Aha. Ja oder nein? Aha ist keine Antwort. Ich habe eine Frage gestellt. Welche bitte? Ja, wann denn? Welche bitte? Die Frage war, wann denn? Im Dezember, in diesem Monat. Im Dezember in diesem Monat. Dieser Monat ist nicht Dezember. Nein, im Dezember. Ende dem Monat, habe ich gesagt. Ende dem Monat? Ja, welchen Monat denn? Datum, Dezember, Uhrzeit, Webseite? Dezember. Sprechen Sie Deutsch? Haben Sie eine Macke? Ach so, Sie sind... Sie rufen ja an, können kein Wort Deutsch... Ja, tatsächlich. Ruft an, kann kein Wort Deutsch, kann die Leute nur irgendwie, tja, mehr oder weniger durch die Blume beleidigen und, ja, so wollen die an euer Geld kommen, um euch zu betrügen. Tja, einen Schnipsel habe ich euch noch mitgebracht.
Hallo? Hallo. Guten Tag, Herr Pan. Ja. Ich rufe Sie von Benedikt von Leinhandelsplattform an. Wie geht's Ihnen? Schnuckelig. Alles in Ordnung, gesundheitlich? Ja, und bei dir? Dankeschön, mir geht es auch gut. Das ist aber sehr schön, das von dir zu erfahren. Ich wollte den ganzen Tag nichts anderes wissen, als dass es einem Betrüger gut geht. Vielen Dank für diese tolle, überflüssige Information. Prima. Warum haben Sie dann registriert? Selber direkt auf der Webseite. Wieso haben Sie das gemacht? Und woher weißt du das denn? Ich weiß das, weil ich ein super gut System habe. Ach, ich glaube eher, dass du super gut doof bist. So wie das auch. Ja, gleich. Dankeschön. Gleichfalls. Prima. So, was willst du denn vorstellen, Abzocker? Teile der YouTube-Community mit, was du loswerden möchtest. Ja, nichts weiter wollte sie euch mitteilen. Naja, gut. Aber ich will euch noch eins mitteilen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch die vielen kleinen kurzen Schnipsel gefallen haben, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so über die netten Leute hier am Telefon gedacht habt. Ja, und wer möchte, der sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen anderen Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr natürlich auch gerne noch vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.